Ist das hochoffiziell hier heute? Ich glaube ja, Jonas sagt doch gar nicht mehr Hallo. Das ist jetzt wirklich gerade so, wir starten einfach die Aufnahme, Jonas hat noch nicht mal Hallo gesagt. Ja. Er wird aber so selbstgefällig. Bitte mal keine lieben Kommentare. Herzlich willkommen zum letzten Teil des großen Eintracht-Bash. Dritte und vierte Herren hat schon gespielt. Verloren, by the way. Beide verloren. Mhm. Sehr ärgerlich. Unser Superstar LGW ist nicht da. Kowalski ist nicht da, deswegen Puria ist heute auf jeden Fall der gefordert. Der erste Zuspieler Gargul ist nicht da. Der, mit Abstand erste Zuspieler. Ja. Heute geht es gegen Drittplatzierten, die haben 6-8 gewonnen, hier FCJ 3, wobei die besser sein sollen als die zweite. Ey, vielleicht gibt es heute Gegenwehr. Und die haben gerade schon so dumme Sprüche und gepöbelt beim Aufschlag anderen machen. So. Wenn einer verkackt hat, so. Oh. Oder auch so Nitz. So zu Sven geschrieben, so Nitz. Das wäre gut, die kennen halt Sven. Ja. Und, ne, Sven. Ja, aber ist egal. Sven hat seinen Ruf auch weg im Köln. Darum geht es aber jetzt erstmal nicht. Selbst auch bei unseren etwas dulli-mäßigen Mitspielern musst du rücken. Hab ich natürlich. Ja, ja, klar. Ja, klar. Kurz davor, direkt einen Spruch zu senden. Ey, ich bin da. Mein Fuß reicht auf jeden Fall aus für ein bisschen Beulerei. Jonas, schnapp dir den Trainer und hol dir ein paar Grrrs ab. Und dann sehen wir uns gleich hier im Kommentar. Ich kommentiere halt mit Tegen, das wird, könnte lustig werden. Wir müssen heute das Ziel erreichen, natürlich wieder 3 Punkte mitzunehmen und auch möglichst ohne Satzverlust hier durchzugehen. Trotzdem müssen wir die Geschichte lösen, dass wir vielleicht die eine oder andere Konstellation auf dem Feld haben werden, die es so jetzt noch nicht so häufig gab. Prognose ist, entweder müssen wir nicht viel wechseln, und wir ziehen es durch. Oder aber ich muss einigermaßen früh wechseln, damit wir es hier durchziehen können. Okay? Beides. Ja. Ich bin für A. Ja. Und wir müssen 100% Vollgas geben heute. Sonst wird es hier nichts mit 3 Punkten und 3 Sätzen. Dann spielen wir länger. Und ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt nach dem einen verlorenen Satz noch einen zu verlieren. Aber dann können wir endlich mal mit Annahme anfangen. Oh, ist jetzt der dritte. Bleib doch Linie. Erzähl mal, wie geht's? Das wird eine ganz dünne Nummer, Alter. Ja, wird eine dünne Nummer heute? Das wird eine dünne Nummer, das sag ich dir. Guck mal das Energielevel von den ganzen Kojoten an. Ja, die sind so hype. Ja, ja. Mark my words. Ihr dürft nicht so schnell saufen, es wird länger dauern. Sonst leidet ihr am Ende wieder. Niklas, eine Info, die dir gar nicht gefallen wird. Der Zuspieler mit der 5 ist Linkshänder. Du musst dabei bleiben. Sorry. Von Anfang an hier. Macht die Köpfe an, 100% Vollgas. Fokus hier. 1, 2! Was sehen wir? 3-0, 3-1? Oder wird's richtig eng? Lassen wir Punkte liegen? Lässt die Eintracht heute Punkte liegen? Boah, ich will's nicht. Ich sag trotzdem 3-0, aber knapp. Aber heute ist echt eine gute Chance, dass wir einen Satz verlieren. Aber achtet mal drauf, was er mit seinem linken Arm macht. Ist er? Er nimmt den immer hier. Oh ja, er hat seinen Oh mein Gott, er macht so! Hier. Ja, er hat seinen linken Arm hier und dann macht er oben Aufschlag. Das ist ganz kurios. Der Markus Böhme der Oberliga, Alter. Leon! Starten wieder gut, ey. Das ist gefühlt so ein Muster bei der Eintracht. Übergetreten. Alex schüttelt den Kopf und der sitzt absolut perfekt. Alex sagt nein. War nicht über. War nur knapp. Es war falsch. Ich habe den besten Platz in der Halle. Es war eine Fehlentscheidung. Okay, danke, Olaf. Go, 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 go. Vom und guck ihn dir an, wie er lacht. Gibt sogar Claps von Olaf persönlich. Mmh. Oh. Was sind wir für Assis? Sven, oh, Schnippo! 2-2 auf 2. Schön, Schnippo! Bravo, Schnippo. Spät und sauber. Weg. No! 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 Nein, Sven! Hier bitte dieses Home-Run-Geräusch von der Nintendo Wii früher reinschneiden. Oh ja, nochmal. Spät! Oh mein Gott. Das ist es. Da kannst du auch ein Hütchen hinstellen, wirklich auf eine 6. Mein Gott, Sven Lua. Warte. Medeblocker, setz dich da jetzt hin. Komm, das wird nichts mehr in deiner Karriere. Alltagsverteidigung. Und jetzt verbaggert Anton ein. Perfekt. Der Zuspieler mit der 5 ist Linkshänder. Du musst dabei bleiben. Oh ja, angesprochen. Niklas hat mal wieder gepennt. Coach wird sauer sein. Das ist Auszeit, ein kleiner meine Freunde. Weil da haben sie vorher drüber gesprochen. Es riecht verdächtig nach Auszeit. Du gehst mit. Ihr covert da hinten das Feld, okay? Ja. Geht auch noch einen Schritt mit vor, dass ihr das Ding oben wegmachen könnt. Freunde, wir brauchen einen Ball hier. Auf geht's. Oh, der tanzt. Ding. Oh, Leon. Oh, ja. Da war kein Tusch dran, glaube ich. Nee. Matti,
ist so neben LGW, Schnippo und Olaf auf jeden gute Fall. Aufsteiger, ich glaube, ne? Dahinter ist er der beste Aufsteiger, den wir haben. Jetzt scheißt er wahrscheinlich rein, weil ich es zu gut anmoderiert habe. Ziemlich sicher. Mein Gott. Oh, er macht Flow. Oh, oh mein ja! Gott! Kannst du dir mal aufschreiben, ey. Das war dieser positive. Oh Spiel. Ja! 25 Euro! Wahnsinn! Wahnsinn! Payday stimmt, Alter! Gaga zahlt 25 Euro. Satzball mit dem Ass ist ja immer 25, ne? Trainer. Hier. Soll ich mich ein bisschen bewegen? Gerne, ja. Ja. Dann mache ich das mal. Was da noch covert. Das geht ein bisschen weit raus. Low, low! Alter! Oh mein Gott! Gott! Monster! Alter, war das geil! Dicker, wow! Hab ich ja noch nie so gesehen. Highlight war das gesehen. Geil, Alter! Geil! Bäh! Alter! Hast du den gesehen? Ich würde gern wissen, wie der Bre heißt, aber das war crazy. Es können doch alle sauber zuspielen, oder? Dann nimm doch die Bälle raus! So eine Grütze da! Weiter, weiter! Nein! 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 Also, ohne... Er hat den schlechtesten Platz in der Halle und pfeift. Er hat den schlechtesten Platz. Er hat ja gar keine Chance, es zu sehen. Also, mit allem Respekt, ich habe die deutlich bessere Position dazu. Du kannst den nicht sehen. Du kannst den nicht sehen. Ausgang. Danke. Das war eine mega geile Auszeit. Einfach so demonstrativ in dein Gesicht. Auszeit. Ja. Olaf, jetzt. Na gut. Jetzt genau meine Position. Abfahrt, Puria. Ich werde für dich in der Defense gut gebracht. Mach. Olaf auf dir in der Defense. Und dann macht Anton den Punkt, ja? Aus, 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 aus. Pfeif den raus, der ist doppelt! Keine Ahnung, was der Ref da moniert hat. Wahrscheinlich, ach, Coach noch nicht so durchdreht. Linie entschieden und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist, der Volleyball wird jetzt gespielt, so wie er läuft. Aber das ist kein schöner Volleyball. Dann gib mir doch eine Karte, Mann. Komm schon. Was muss ich denn noch tun? Wir sind hier kurz vorm zweiten Satzverlust der Saison, Freunde. Yes! Alle! Ja! Alle! Ja! Jetzt! Drauf da auf die Dinger! Guck mal, muss den Schuh gar nicht aufmachen. Auszeit kommt. Für die Flauta Trikot Nummer 2. Gebt dem alles. Freunde, verdammt ist hier. Auf geht's! Ich will vorne, wenn der Elfer vorne ist, gute Annahme, will ich einen Doppelblock gegen den von dem Mittelblocker. Mir scheißegal, was die anderen machen. Wenn der Elfer vorne ist, ein Doppelblock. Ja! 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 Ja, ist aus, aus, aus. Warum nicht? Ich sogar Coach. Ja! Ja, ist aus. Geht über die Elf mit Sicherheit, so ist es. Oder bist du da? No fucking way! No fucking way! Capitano haut den jetzt aus! Oder? Ja. Capitano überdreht! Hey, spricht miteinander! Kann doch keiner riechen, Alter! Ihr kennt euch seit ein paar Monaten, da muss man mit dem F***en noch reden! Los! Alles klar! Hey, ein fucking Ball! Kommt schon jetzt! Durchziehen, das Ding ausmachen! Eintracht! Boah, das war ein Quote, Alter! Das war, den kannst du ja an die Wand pinnen, ey. Der macht wirklich ein klasse Spiel auf der Seite, aber dann kommt wieder so ein Scheißspruch und du bist wieder, Mann. Komm her, komm her. Gut, ja, genau das! Raus, hier raus. Genau das! Olaf, haut den jetzt aus! Olaf, haut den jetzt aus! Easy. Olaf darf und Olaf wird eingesammelt. Mein Satz, Jungs, mein Satz! Die feiern, als ob sie hier Deutscher Meister geworden sind. Aber finde ich geil. Finde ich richtig geil. Finde ich super. GG, ey. Absolut kein Hate von meiner Seite. Nee, Sally, wenn ich kann jetzt erst nicht noch ein Bier trinken. Ja, komm, bring zwei. Komm, kann auch vorbei. Komm,
Er kommt immer, der geht voll ins Aus, glaube ich. Trotzdem ran. Ali ist wieder da. War wieder im Overpass, ne? Ali hat in letzter Zeit immer alles wieder auf die andere Seite geschoben. Trotz geiler Touch. Passt ein bisschen flach. Die fünfte Chance gefühlt. Der Elber bolzt ihn durch, ey. Oh, wird Schnipper ein bisschen sauer, weil er zu lange rüberguckt. Nee. Was war das Zitat vom Coach nochmal im letzten Spieltagsvlog? Ey! Dreh dich um, Junge! Freu dich auf deine Seite! Go, 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 go! Ey, der hatte so viel Glück. Du hast alles richtig gemacht. Guck mal, kannst du ja. Sehr gut. Ich mach dir einen Strich, okay? Einen Punkt. Ja, und da muss halt Anton alleine kommen. Go, go, go! Ja, Moment, ist er. Alter! Er geht auf den Dates. Und Schnippo pöbelt. Schnippo pöbelt richtig hart. Jungs, hey! Wir müssen die Punkte selber machen! Wir kriegen hier keine Hilfe von den beiden, ja? Wir kriegen keine Hilfe von den beiden! Dingeling, das war Doppeldingeling, glaube ich. Oh mein Gott. Die Eintracht struggled. Der war Double Dates. Und wir haben Zuspielwechsel. Schnippo geht raus. Ach du Heilige. Jetzt. Zweimal einen Ball in die Fresse und dann wechselt der Coach aus und Schnippo ist sauer. Guck mal, wie das Leben verlaufen kann. Du spielst gegen Giannelli, so vor 3 Jahren. Und dann wirst du hier von so einem Dorf- und Wiesenvolleyball kriegst du wirklich Dingelingeling Double Dates. Zweimal in Folge kriegst du das Ding in die Schnauze. Zwei Hände! Hey! Zweiter hilft dir gar nicht heute, Alter. Das ist ja krass, ey. Wie viele sollen denn im Netz sein? Wie viele sollen denn unten im Netz sein? Was müssen wir denn machen, damit es mal gepfiffen wird? Go, 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 go! War das ein rotzmäßiger Pass von Ali? Ja. Musst du dir wirklich minus nochmal in die andere Richtung hauen? Haben wir Kamera 1 Replay bitte? Unbedingt. Unbedingt. Guck mal. Der Fünfer wird jetzt durchziehen. Hey, das war super cool von denen. Das war cool. Cool. Geh rein in den Ball. Nein! Wo guckst du da eigentlich hin beim Netz? Also ich verstehe das alles nicht. Der muss sich ausscheißen wie ein ganz großer jetzt. Musst du scheißen oder was? Oh ja! Olaf ist zum zweiten Mal heute. Komm immer auf den Boden, Alter! Oh ja! Oh ja! Wieder ausnehmen. Zum Spiel! Ich wollte gerade sagen, jetzt muss Olaf. Wie Mömmling, Alter. Das ist wieder Mömmling Prime Olaf. Aus dem Stand rüberpritschen. Aber Felix ist auch. Also er ist der. DJ zündet jetzt komplett durch. Weil er hat die Hand auf dem iPad eigentlich. Egal, das ist das erste Mal, dass er die Musik nicht ausmacht. Lass ihn mal in Ruhe, Alter. Hat er ihn gehatet? Hat er ihn gefunden? Ja. Das ist das erste Mal. Halt mal die Pferde ein bisschen flach, mein Freund, okay? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Sprichwort ist. Hält man Pferde flach? Natürlich nicht. So, jetzt aber. Ohne Musik. Jetzt immer. Ja gut, hast du verdient. Danke. GG-Chat. War ein gutes Spiel. Tja, was sagen wir? Nächsten Satz verloren. Ich musste 2 Sätze zu viel spielen für meinen Gesundheitszustand heute. Thema Gesundheitszustand. Ich wollte mich einmal noch mal persönlich bedanken bei unserem treuen Partner Bauerfeind, die nicht nur dich durch die letzten Jahre gebracht haben, per wirklich Hauptrüstung. Ich nehme Minimum 6 Pieces von denen an. Ja. Aber vor allen Dingen auch mir gerade sehr helfen bei meiner Recovery, weil das Produkt ist wirklich absolut perfekt, genau das, was ich brauche. Ankle Support von Bauerfeind und dann natürlich hier mit diesem Strap.
den du dann halt einmal hier rumwickelst und genau dann diesen leichten Support hast, den du dann wirklich brauchst. Ja, es fixiert dich nicht zu sehr, aber es unterstützt dich halt. Ja, ne? Weil ich will auch nichts haben, was mich jetzt mega stört. Also ich hätte keinen Bock auf so eine krasse Schiene. Nein, nein, nein. Daher, Hammerprodukt für alle, die natürlich jetzt eine ähnliche Storyline hatten, wie ich mit dem Bänderriss und gerade wieder zurückkommen wollen. Ich freue mich auch, irgendwann es nicht mehr tragen zu müssen, ja, klar. Aber bis dahin auf jeden Fall das beste Produkt. Und ja, wie immer gilt natürlich unser Code, den Jona uns hier auf jeden Fall jetzt einblenden wird. Von daher Bauerfeind, die besten Armsleeves im Game, die besten anderen Produkte im Game. Yes. Und für alle, die ein bisschen Plankett-Support brauchen, vielen, vielen Dank, dass ihr auch mich da gerade supportet. Wir hatten den Hit der Saison von dem Elver auf der anderen Seite. Ich hab das ja Was leider war das denn? Unfassbar. Ich bin durchgedreht. Ja, ich auch von hinten. Ich hatte den schlechtesten Winkel. Also mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht. Mein Gott, es gab endlich mal ein bisschen Spannung gegen die Eintracht. Ja. Shoutouts an Köln. Gute Truppe. Nächstes Wochenende spielfrei. Trotzdem natürlich gibt es hier wieder mit Training und so weiter Content. Und dann haben wir noch zwei Spiele diese Saison auf jeden Fall, am 14. und am 21. 21. Und ist jetzt schon mal der Aufruf. Genau. 21. Düsseldorf Derby gegen ART. Wir am Heimspiel. Wir werden mit ART mal sprechen, dass wir da so ein Collabo-Ding draus machen. Und wir wollen die Halle da wirklich voll bekommen. Also wenn ihr vor Weihnachten noch einmal, vielleicht das eine Mal in der Saison, dass ihr Bock habt, auch wenn ihr von weiter weg kommt, dann empfehlen wir euch den 21. Wir denken uns ein, zwei Sachen aus. Wir machen auch Glühwein, glaube ich. Sorgen dafür, dass es richtig schön was zu trinken gibt. Auch Glühwein und so weiter. Machen wir dann schöne Weihnachtsfeier. Von daher kommt vorbei. Dann spielen wir am Ende letzter Song mit dann hier, wie ist das Driving Home for Christmas? Ist es dann? Den spielen wir dann, okay? Machen wir so. Ja, voll romantisch. Nächsten Samstag ist wir haben spielfrei, Alter. Zweite Herren, ja. Mach zweite Herren, laber nicht voll, Alter. Zweite Herren. Die anderen haben alle verloren heute. Mann, zweite Herren macht nur Pause, dritte, vierte Herren verliert nur. Hey, hey, hey. So, mach dein Ding, ich bin raus.